Verleihung des Ketteler-Preises im Technoseum in Mannheim. Seit dem Jahre 2006 verleiht die Stiftung ZAS der KAB Deutschlands diesen Preis für herausragendes und beispielhaftes soziales Engagement. Dieses Jahr war das Motto des mit 5.000 Euro dotierten Preises »Faire Region – nachhaltig leben und arbeiten vor Ort«. Preisträger ist die DWP Fair Handelsgenossenschaft aus Ravensburg. Dieses Unternehmen wirtschaftet nach den Prinzipien des fairen Handels in der eigenen Region. Das Kuratorium der Stiftung ZAS lobt in der Verleihungsurkunde insbesondere das pionierhafte, nachhaltige und regionale Wirtschaften. Das Besondere in diesem Jahr war einmal der Inhalt: faire Region, nachhaltig leben und arbeiten vor Ort. Das war zunächst mal das Besondere, dass wir damit ja auch ein wirtschaftliches Thema angesprochen haben, was auch in der KAB, im Bundesverband, eine große Rolle spielt. Da haben wir ganz bewusst die programmatische Nähe zur KAB gesucht. Das zweite Besondere war in diesem Jahr, dass wir zwei Nominierte hatten, die sehr unterschiedlich waren. Von ihrem Alter her, von der Größe her, aber auch von dem, was in diesen Betrieben geschieht. Einmal eine freie Handelsgenossenschaft, die sich ganz besonders auch um den fairen Handel, um die Partnerschaft mit Genossenschaften in der sogenannten, also im Süden dieser Welt, aber auch besonders benachteiligte Jugendliche ausbildet und da auch Partnerschaften hier in Deutschland sucht. Das zweite war ein Produktionsbetrieb, der aus dem Schwarzwald auch in der Region ganz besonders viel ausbildet. Also wenn ein Betrieb 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat und dann 50 Auszubildende hat, ist das ein sehr hoher Prozentsatz, wo wir sagen, das ist beispielhaft. Und auch sie bilden besonders benachteiligte Jugendliche aus und zeigen damit, da ist Potenzial, was sehr wohl es sich lohnt auszubilden. Ich hoffe, dass die KAB doch auch noch mehr und deutlicher wahrnimmt, welche Chancen in diesem Ketteler-Preis liegen, auch die eigene Programmatik in andere Bereiche hineinzutragen. Und ich hoffe, dass die KAB auch die Chance wahrnimmt, dass mehr wahrnimmt, mit dem Inhalt dieses Ketteler-Preises auch in eine öffentlichere Debatte zu kommen. Also ich bin froh, einer aus dem DWP-Team zu sein, einer von 49, und es ist klasse, dass wir hier mit dem kleinen Team heute aufgetaucht sind und dass unsere Arbeit einfach so positiv bewertet ist, weil normalerweise ist es ja so, dass wir nicht so groß in die Öffentlichkeit gehen mit dem, was wir über den fairen Handel hinaus tun.